Hallo und herzlich willkommen. Heute erzähle ich, wie man für eine Matrix die Dimension und die Basis ihres Bildes bzw. ihres Kernes bestimmt. Dazu nehmen wir uns hier einfach mal ein Beispiel einer 3x4 Matrix her. Wenn wir jetzt sowieso Bild und Kern gleichzeitig bestimmen wollen, dann machen wir genau das, was wir machen würden, wenn wir sowieso den Kern ausrechnen oder ein lineares Gleichungssystem lösen. Nämlich, wir bringen die Matrix auf Zeilenstufenform. Das bedeutet, ich schreibe die erste Zeile nochmal hin und dann operieren wir mit dieser auf den anderen Zeilen. Also hier sehen wir schon, die 4 wollen wir eliminieren und die 8. Das bedeutet, ich nehme die zweite Zeile nun und ziehe zweimal die erste ab. So, dann steht hier eine 0, dann steht hier eine 0, dann steht hier minus 5 und minus 3. Ja, der gleiche Spaß in der dritten Zeile bedeutet nun, wir nehmen uns diese her, ja, und ziehen viermal die erste ab. Dann haben wir auch hier eine 0, dort eine 0, dort haben wir minus 12 und 17, also 5, und dort haben wir minus 8 und 11, also 3. Nun seht ihr, in dem Beispiel sind wir schon fast zu Ende. Es fehlt nur noch der letzte Gauss-Schritt, das heißt, wir nehmen jetzt hier die neue dritte Zeile, ja, und addieren die zweite darauf. Und nach dem Rechenschritt sind wir auch fertig, denn das ist genau unsere Zeilenstufenform wie gewollt. Ja, vielleicht geben wir der mal einen Namen, nennen wir sie A'. Zeilenstufenform bedeutet natürlich genau, wir haben hier diese Stufen und alle Nullzeilen, die, wenn sie existieren, sind am Boden. Ganz unten in der Matrix. Und an den Ecken der Stufen finden wir die sogenannten Pivot-Elemente. Was ihr euch nun sehr gut merken könnt, ist, sobald ihr die Zeilenstufenform erreicht habt, habt ihr auch diese Dimensionen hier gegeben. Den Kern bestimmt ihr nämlich ja damit, indem ihr die freien Variablen auf die rechte Seite bringt, ja, und damit das Gleichungssystem gelöst habt. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die freien Variablen liegen dort, ja, oder sind die Variablen, die zu den Spalten korrespondieren, die kein Pivot-Element haben. In diesem Fall ist das nämlich x2 und x4. Demnach sind die freien Variablen genau die Freiheitsgrade, die ihr in dem Kern von A habt, ja, oder in der Lösungsmenge des Gleichungssystems. Dementsprechend gibt die Anzahl der freien Variablen genau die Dimension des Kernes an. Und in diesem Fall ist es 2. Also fehlt jetzt nur noch die Dimension des Bildes. Ja, wenn ihr euch vielleicht an die Dimensionsformel erinnert, die sagt genau aus, dass die zwei Dimensionen addiert, ja, exakt die Dimension des Raumes ist, der reingesteckt wird. Ja, oder auf dem Matrizenlevel gesprochen, die Anzahl der Spalten. Und gerade deswegen kann man die Dimension des Bildes eben auch in der Zeilenstufenform ablesen. Das ist nämlich gerade die Anzahl der Pivot-Elemente, weil das genau die abhängigen Variablen darstellt. Demnach in unserem Beispiel auch 2. Wunderbar, die Dimension hier in der Überschrift haben wir schon mal abgehakt. Der nächste Schritt ist dann, jeweils eine Basis des Bildes und des Kernes anzugeben. Und wie viele Elemente in dieser Basis drin stehen müssen, wissen wir jetzt ja schon. Ja, also genau die Dimension gibt die Anzahl der Elemente einer Basis an. Also wir brauchen 2 Basiselemente für den Kern zu beschreiben und 2 Basiselemente, um das Bild zu beschreiben. Nun sollte ich hier vielleicht 2 wichtige Punkte einbringen. Nämlich, wenn wir die Matrix operieren, verändern, ja, deswegen schreibe ich hier am Ende auch A', es ist eben nicht mehr die ursprüngliche Matrix A. Ja, wenn wir das tun mit Zeilenoperationen, um sie letztendlich auf Zeilenstufenform zu bringen, dann ändern wir natürlich Dinge. Wichtig zu wissen ist nämlich, wir ändern das Bild tatsächlich mit Zeilenoperationen. Was wir aber nicht ändern, ist der Kern. Der Kern der Matrix ist gleich der Kern der Matrix gleich der Kern der Matrix. Das ist gerade die Idee der Zeilenumformung, dass wir die Lösungsmenge leicht bestimmen können. Und das ist ja auch, was ich hier in verschiedenen Videos schon öfter gemacht habe. Ja, auf Zeilenstufenform gebracht und dann den Kern hingeschrieben, indem wir die freien Variablen nach rechts bringen. Das heißt, das sollte nicht das Problem sein. Schaut euch die passenden Videos nochmal an und dann könnt ihr auch eine Basis des Kerns direkt hinschreiben.
Die Frage, die übrig bleibt, ist nun, was ist mit dem Bild? Dadurch, dass wir das Bild ändern, können wir aus der Matrix nicht mehr das Bild ablesen. Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung, das Bild ist das, was die Matrix mit ihren Spalten aufspannt. Und da wir nun wissen, dass das Bild zweidimensional ist, wissen wir auch, wir brauchen gar nicht alle vier Spalten. Ja, wir können welche weglassen. Wir brauchen nämlich nur zwei. Und nun ist die Frage, naja, welche zwei nehmen wir denn? Welche dürfen wir denn weglassen? Was wir nämlich brauchen, sind zwei linear unabhängige Vektoren bzw. Spalten. Zwei Vektoren auf lineare Unabhängigkeit zu überprüfen, ist meistens kein Problem. Auch drei Stück geht unter Umständen noch. Wenn die Anzahl größer wird, dann wollen wir das unter Umständen umgehen, nochmal zu überprüfen, dass unsere Wahl auch linear unabhängig ist. Genau das liefert uns aber die Zeilenstufenform. Denn hier haben wir die Nullen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, der Vektor hier, ja, ist linear abhängig mit dem Vektor. Das ist ja einfach ein Vielfaches voneinander. Aber wir sehen auch, der Vektor und der Vektor zusammen sind linear unabhängig. Ja, weil dort eine Null steht und dort eben nicht. Und so kann man das auch weiter treiben mit beliebig vielen Vektoren. Wenn man diese wählt, ja, in denen die Pivot-Elemente stehen, ja, wie viele es auch immer sind, so bilden die immer ein linear unabhängiges System. Wohlgemerkt aber nicht von unserem Bild A, sondern nur von Bild A'. Wir haben das Bild ja tatsächlich geändert. Deswegen ist dann die Idee, wir wählen einfach von der ursprünglichen Matrix genau die Spalten, zu denen wir die Pivot-Elemente in der Zeilenstufenform haben. Also in unserem Beispiel diese zwei. Wir wissen nämlich jetzt auch, dass diese zwei linear unabhängig sind. Oder wie viele es auch immer sind. Denn Zeilenumformungen ändern eben nichts an der linearen Unabhängigkeit. Oder anders herum gedreht, ja, wenn wir von hier ausgehen, können wir die Zeilenoperationen rückgängig machen und landen auf diesen zwei Vektoren und wissen, die sind immer noch linear unabhängig. Und das ist auch genau das, was man tun soll, ja, wenn man die Basis des Bildes bestimmen will und sowieso die Zeilenstufenform vorliegen hat. Ja, in dem Fall hat man sie vorliegen, weil man auch den Kern bestimmen will. Und dann braucht man, na, im besten Falle wirklich die Zeilenstufenform. Gut, dann schreiben wir das jetzt noch zum Abschluss als Lösung auf. Also Basis des Bildes, oder besser gesagt eine Basis des Bildes von A, ja, sind diese zwei Vektoren zusammen. Ja, und weil wir eine Ordnung in eine Basis bringen wollen, machen wir auch die runden Klammern. Dann kommt diese Spalte und dann die andere Spalte. Und genauso würden wir hier noch als Ergebnis hinschreiben, eine Basis des Kernes ist eine Menge oder ein Paar aus zwei Vektoren. Ja, zur Vollständigkeit kann ich das gerne nochmal vorrechnen. Ja, für alle, die das schon kennen, ist das Video jetzt ja wahrscheinlich am Ende. Aber das macht ja nichts. Man geht dann immer von unten nach oben und die dritte Zeile sagt sowieso nichts mehr aus, ist eine Nullzeile. Also haben wir die zweite Zeile als erstes zu untersuchen. Das ist minus 5 mal, ja, x3 ist die dritte Variable, minus 3 mal x4. Und x4 ist eine freie Variable. Naja, wir wollen den Kern, also auf der rechten Seite steht die 0. Und nun formen wir das um, sodass wir die freien Variablen rechts haben und die abhängigen links. Das ist x3 ist gleich minus 3 Fünftel x4. Das ist unsere freie Variable. Und das ist die abhängige Variable. Also alles gut. Dann haben wir die erste Zeile, die sagt 2x1 plus x2 plus 3x3 plus 2x4 ist gleich 0. Auch da das gleiche Spiel. Ja, wir ersetzen natürlich jetzt x3 in der Gleichung und dann haben wir nur noch freie Variablen außer x1. Und danach wollen wir es umformen. Das heißt, hier steht jetzt x1 ist gleich. Dann machen wir die Rechnung und ich schreibe jetzt mal das Ergebnis einfach auf. Und nicht vergessen, hier am Ende noch durch 2 zu teilen, wenn wir alles auf die rechte Seite bringen, hier noch durch 2, um x1 auch wirklich alleine auf der linken Seite zu haben. So, und dann habe ich jetzt hier minus 1/2 x2 minus 1/10 x4. So, auch hier alles gut. Die abhängige Variable steht links alleine und rechts stehen nur noch die zwei, ja, freien Variablen. Ja, dann schreibe ich den Kern mal ausführlich nochmal hin. Jetzt haben wir ja alles gegeben. Also der Kern von A ist nun die Menge aller Vektoren, ja, die halt so aussieht mit x1, x2, x3, x4, aber nur x2 und x4, Entschuldigung, also wir haben x2 und x4,
sind die Variablen, die wir frei wählen können. Ja, also nur für die können wir beliebige Zahlen einsetzen. Und das schreiben wir auch so in die Menge hinein. Also x2 und x4 sind ja beliebig. Die zwei anderen ergeben sich durch die beliebigen Variablen x2, x4. Ja, deswegen sind es ja die abhängigen Variablen. Und wie sie sich ergeben, sehen wir auch hier. Also x1 hat jetzt hier minus 1/2 x2 minus 1/10 x4 stehen. Und x3 hat, naja, minus 3/5 x4 dort stehen. Ja, so sieht ein allgemeiner Lösungsvektor aus. Und weil das meistens nicht so gut zu erkennen ist, zieht man den am besten noch auseinander. Ja, auch das habe ich schon öfter gemacht. Das heißt, wir schreiben jetzt nur noch die, naja, x2-Variablen mal den Vektor, der sich ergibt, plus die x4-Variablen mal den Vektor, der sich ergibt. Ja, und hinten dran ändert sich gar nichts, das sind immer noch die freien Variablen. Ja, und das sind jetzt unsere zwei Vektoren hier. Ja, und alle Vektoren, die jetzt so hier auftreten, wissen wir, sind linear unabhängig. Nach dem gleichen Prinzip wie vorhin. Wir wissen ja auch, der Kern muss zweidimensional sein. Das heißt, die zwei Vektoren spannen den ganzen Kern auf. Ja, und hier steht ja nichts anderes als der Spann. Dementsprechend, ja, sind diese auch linear unabhängig. Oder in anderen Worten, wenn wir jetzt hier die Basis ausfüllen wollen, schreiben wir genau die zwei Vektoren hinein. Und dann ist die Aufgabe wirklich gelöst. Aber hier sieht man, man kann es vielleicht noch ein bisschen verschönern. Ja, also wir strecken die Vektoren mit einem anderen Faktor. Ja, die Richtung bleibt die gleiche, deswegen bilden sie immer noch eine Basis. Und hier sieht man ja, da ein Faktor 2 rein, macht das ein bisschen schöner, steht hier minus 1, dann steht hier aber die 2 und die 0 skaliert, ändert gar nichts. Und hier ein Faktor 10 wird es ein bisschen schöner machen. Dann fallen halt genau die Brüche weg. Dann haben wir hier die 0 und dort haben wir jetzt minus 6 und dort haben wir 10. Und das war auch schon die ganze Aufgabe. Wir haben zuerst die Dimensionen bestimmt in der Zeilenstufenform und dann haben wir jeweils eine Basis von Bild und Kern bestimmt. Kern lief wie immer und beim Bild mussten wir gar nicht viel rechnen, weil wir sie aus der ursprünglichen Matrix herausgelesen haben. Dann verabschiede ich mich und verbleibe mit einer wichtigen Empfehlung. Bitte übt das hier. Ja, nur durch Übung kann man das wirklich in den Kopf kriegen. Und dann gerne auch bis zum nächsten Mal.